Das ist unser alter Flughafen, der bleibt natürlich auch weiterhin bestehen und wir haben jetzt eben noch einen zweiten, der diesen hier unterstützt. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Ich schau mal kurz nach. Wir haben hier, zweistellige Passagiere in der letzten Woche. Klingt jetzt gar nicht so viel, wenn man mal bedenkt, dass hier nur Touristen ankommen, also Leute aus anderen Städten oder wirklich sogar aus anderen Ländern, die wir einfach nicht sehen können, die anderen Länder oder anderen Städte, weil wir hier bloß unsere haben. Und wie sieht es beim neuen aus? Dem muss ich natürlich erst noch rumsprechen, da muss ich auf jeden Fall noch Strom hinsetzen, ganz klar. Ja, da sind's was, null? Oder ist gerade wieder eine neue Woche angebrochen? Kann natürlich auch sein. Deswegen schauen wir mal. Jetzt kommt gerade ein Flugzeug an. Das steht noch. Jetzt fährt es wieder weg und es steht immer noch null. Na, wir beobachten das mal weiterhin. Und die nutzen die Straße so, wie ich es mir gedacht habe. Allerdings staut es sich hier weiter. Aber hier haben wir eine Ampel. Das würde ich sogar nicht belassen, weil aktuell der Verkehr vom Flughafen einfach so gering ist und der auch auf die Autobahn. Deswegen würde es einfach entlasten, wenn wir hier erstmal gar keine Ampel hinsetzen. Das können wir ja später noch nachholen. Dann fahren hier eben einige von der Autobahn runter, weil es hier die Möglichkeit gar nicht mehr gibt. Aber die nutzen wirklich dieses lange Stück, um da in das Industriegebiet reinzukommen. Finde ich ja schon mal gut. Gut. Dann lassen wir das mal weiter und wir kümmern uns jetzt um den Bahnhof, dass der einfach noch Strom bekommt. Und dann würde ich sagen, ganz einfach Flughafen mit Bahnhof anbinden. Oh, hier unten ist noch was. Ein einzelnes Haus oder ist das schon eine Arztpraxis? Nee, ist eine Polizeiwache. Dann wollen wir die auch endlich mal in Betrieb nehmen und deswegen hier durch den Wald schon wieder Stromleitung setzen. Aber wir können es ja hier an dieser Schmuddel-Lärmecke machen. Flughafen, Gleise und eben Müll. Nicht Verbrennung, Recycling Center. Das geht dann meines Erachtens. So, aber nicht da in den Stadtwald, sondern eben hier an der Seite entlang. Ah, wir haben hier schon Stromleitung. Aber die greifen nicht wirklich hier rüber, das ist schade. Naja, helfen wir einfach mal nach. So, dann hat er auf jeden Fall auch Strom. Und ist die Frage, also ich möchte ja an sich wirklich gerne noch ein paar Gewerbegebiete direkt neben dem Flughafen haben. Warum? Dann könnt ihr einfach schnell einkaufen gehen. Fände ich nicht schlecht. Deswegen machen wir das mal. Allerdings gering besiedelt. Gering besiedelt, oder? Nee, ich werde jetzt gleich hier noch ein Gebiet zuweisen und eben sagen, hey hier, Hochhausverbot. Genau. Das nutzen wir auch mal komplett, bis auf diese hier. Das ist mir zu wenig. Das lassen wir auf jeden Fall frei. Dann haben wir hier noch Gebiet zum Einkaufen. Jetzt will ich aber das Füllwerkzeug wieder haben. Ja, das würde ich auch noch als Gewerbe ausweisen. Aber wir haben ja schon lange gar keine Nachfrage mehr an Gewerbegebiet gehabt. Naja. Dann würde ich aber noch gerne hier ein paar Wohnungen hin haben, einfach für die Touristen, die hier einziehen. An sich könnte man das ja als Hotel sehen, aber ich glaube, Hotels zählen als Gewerbegebiet. Aber vielleicht so Übergangswohnungen, Mietwohnungen für eine Woche oder so. Oder eine kleine private Pension. Das könnte ich mir hier noch vorstellen. Deswegen weisen wir das mal aus. Können wir auch gleich hier fortführen. Allerdings nicht da drin, das ist unser Stadtwald. Allerdings würde ich hier veranlassen, Hochhausverbot. Da geht der Strom nicht weiter. Ah, dann könnten wir das ja so verbinden, genau. Also hier kommen noch überall Wohnungen hin. Und zwar erstmal bis hier hinter. Und jetzt mal wieder haben wir ja schon zuletzt gar nicht mal so wenig gemacht, ein paar Gebiete ausgewiesen. Aber jetzt haben wir eben bloß eins. Dann würde ich sogar dieses Recycling Center hier dazu nehmen. Und eben auch diese Straße. Aber da nehme ich einen kleineren Pinsel. Oh, die ist ja sehr gut gefüllt, muss ich ja sagen. Die werde ich, glaube ich, auch gar nicht unbedingt mit Gebäuden zusetzen. Einfach, damit die hier schnell rüberfahren können. Weil wenn hier noch Gebäude sind, dann verursacht das noch mehr Stau. Deswegen würde ich das doch ganz gerne lieber sein lassen und das einfach bloß als Umgehungsstraße benutzen. Das ist ja Stadtwald, den muss ich ja auch noch einkreisen.
So, das Polizeigebäude können wir noch mit reinnehmen. Und ansonsten geht's hier entlang. Na, ist die Frage. Das soll eigentlich noch hierzu gehören. Da bin ich wieder sehr penibel. Hier kommen dann an den Gleisen wohl eher wieder ein paar Gewerbegebiete hin. Aber wir müssen ja erstmal die anderen Flächen, die wir jetzt ausgewiesen haben, zubekommen. Das dauert ja auch erstmal seine Zeit. So, jetzt sehe ich aber gerade, ich habe wieder hier abgesetzt. Oh Mann, da muss ich das nochmal hier ausfüllen. Ach. Und hier ist Leerraum. Dann füllen wir das noch aus. So, und dass wir drüben nicht noch ein weiteres Gebiet hier anlegen. Das, ach Mann, habe ich hier nicht drauf geachtet. Jetzt kommt der nächste Flieger an. So, jetzt wird es hier wieder bloß interessant, weil Verbindung schaffen und eben nicht zu viel vom anderen wegnehmen. Jetzt müssen wir hier... Ach, hier sind wir schon verbunden. Okay, da sind wir wieder angekommen. Und hier habe ich auch... Ja, das war das Stück noch, was ich gerade eben wieder entfernt habe. Und dann kann ich hier wieder das größere Teil nehmen. Genau. So, hätten wir das auch. Und wie ihr das genannt, Kirschpark haben wir doch schon mal. Also der verwendet ja oft gerne mal weitere Namen, die wir eben schon vergeben haben. Die schon irgendwo vorhanden sind. Hightech und eben Hochhausverbot. Das war allerdings hier hinten, da. Und ja, ansonsten kostenloser Nahverkehr am Flughafen. Nee, das ist mir zu blöd. Da verliere ich zu viel Geld und das wird dann vielleicht zu sehr genutzt. Also hier staut er sich weiter. Oh Mann. Aber die Straße kann sich ja durchaus füllen. Hier ist ja nichts weiter. Und die ist ja eben auch mehrspurig. Deswegen können die, die von hier kommen, dann auch noch abbiegen. Oder die fahren von hier rüber. Da haben wir auf jeden Fall genug Möglichkeiten, möchte ich meinen. Gut, die ersten Züge fahren da auch rein. Das wollte ich nicht. Ich wollte schauen, wie viele da drin sind. Zurückgelegte Strecke und da sehen wir die Passagiere. 21 von 480 ist ja mal gar nicht so wenig, was der Zug hier transportieren kann. Und ich möchte mal soweit mitfahren. Allerdings nicht den Bahnhof, den Zug, genau. So, fahren wir einfach mal mit. Jetzt geht's in den Tunnel, da können wir leider nicht mit. Und dann geht's da aber schon wieder raus. Hier etwas wellig das Ganze und dann geht's rüber zum dritten Bahnhof oder zweiten. Es sind ja an sich bloß drei, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Nummerierung ist. Obwohl, Strecke beginnt da, wo wir sie auch angefangen haben. Also ist das jetzt der zweite Bahnhof, der angesteuert wird. Also was ich mir gerade überlege, wir haben ja, ich möchte mal nicht weiter verfolgen, weil mir ist gerade noch was eingefallen. Wir haben ja hier... Fährt die Linie rüber und dann fährt die hier lang. Wir könnten aber nochmal hier abgreifen, damit die, die von hier links kommen, einfach hier schon mal aussteigen können und nicht unbedingt hier mit rüber geschickt werden. Wäre, glaube ich, praktischer für die Leute. Deswegen müssen wir diese Linie hier anpacken. Ah, ist die Frage. Das geht jetzt nicht so einfach, weil das eine Strecke ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal kurz wieder auf Stopp. Wir entfernen nochmal diese Linie hier, Flughafenlinie, wo ist sie denn? Schönblick, ach ich bin jetzt bei der Metro, das war schon richtig. Also hier sind ganz klar die Busse, steht auch oben, das sind unsere U-Bahn und das sind die Züge. Hä? Bin ich jetzt doof? Ich mach's anders, ich habe die jetzt gar nicht gesehen auf die Schnelle. Ich klick die hier an. Wieso sehe ich die da nicht? Lila, 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 das ist blau. Da steht irgendwas von Hochblick. Dann haben wir noch einen Shuttle. Ach, das ist die. Ach, ich habe wieder nicht Eingabetaste gedrückt, als ich die Linie benannt habe, oder? Okay, das kann es sein. Ich schau mal kurz, ich gehe auf diesen Zug. Ach, wir können hier bloß entfernen oder eben hinzufügen. Dann habe ich sehr wahrscheinlich wieder die Eingabetaste nicht gedrückt. Ja. Fahrzeuge hinzufügen. Nein, wir löschen die ganze. Jetzt müsste der Zug hier auch verschwinden. Ist er schon, oder? Dürfte er eigentlich nicht. Oder ich bin schon wieder an einer anderen Stelle. Aber wir werden das nochmal zuweisen. Also wir gehen hier ran. Komm schon. Das waren natürlich die Busse. Ne? Deswegen klappt es natürlich nicht. Also hier ran, hier rüber. Das geht jetzt ganz schnell. Dahin.
Und jetzt fahren wir nicht hier geradeaus rüber. Jetzt war ich schon zu weit. Wir fahren jetzt nicht geradeaus rüber. Wir fahren hier ab. Hier nochmal hin. Hat er jetzt als Haltestelle gemacht, weil wir hier zwei Linien sehen. Und jetzt geht es hier weiter rüber. Habe ich jetzt nicht gemacht, oder? Ja, hat er nicht gemacht. Das ist ja orange. Das zuckelt zu komisch. Nee, ist immer noch nicht. Dahin. Jetzt hat er es gemacht und jetzt geht es wieder zurück und zwar... Oh. Jetzt habe ich hier noch eine Linie hinzugefügt. Jetzt wird es aber kunterbunt. Moment, Moment. Also das sollte ja eigentlich ganz schnell gehen und jetzt geht es wirklich den Bach runter. Nee, Farbe möchte ich nicht festlegen. Ich will die aufrufen. Warum geht denn das jetzt nicht? Ach, jetzt sehe ich das. Da hinten hat er das hingeschoben. Ich habe jetzt gewartet, bis das Fenster kommt. Oh, wie kann ich das schieben? Nee, ach, da komme ich doch nicht ran. Ugh. Moment, wenn ich weiter rauszoome, verschiebt er mir das Fenster wieder? Scheiße, da komme ich doch nicht hin. Wenn ich das jetzt zumache... Will er gar nicht zumachen. Ah, okay, jetzt. Okay, ich muss da wieder zurückgehen. So, jetzt haben wir die Linie nochmal gelöscht und jetzt mit aller Ruhe... Nicht zu viel Hektik reinbringen. Wir wollen da starten. So. Dann. Da hinfahren. Wir beachten auch, dass es wirklich am Bahnhof ist. Genau. So. Jetzt fahren wir hier wieder hin. Aber ach, der hat die Linie abgeschlossen. Jetzt weiß ich, warum der da eine andere Farbe festgelegt hat. Weil hier schließt er die jetzt wieder ab. Okay. Von daher habe ich, glaube ich, einen Trick parat. Ich fahre jetzt hier hin. Hier wieder zurück. So, und jetzt gehe ich hier drauf. Alle nicht auswählen, außer eben unsere, die wir jetzt haben wollen. Die ist jetzt ja in einem dunklen Rot oder fast schon braun. Und jetzt ziehe ich mir aber das Stück hier, hier rüber. Genau, jetzt geht das auf jeden Fall. Super, so wollte ich das haben, aber das geht natürlich nicht, weil er dann eben hier die Linie abschließt, okay? Deswegen hat das hier auch so komisch herumgebackt, nenne ich das mal, obwohl es natürlich kein Bug war, aber deswegen war es so komisch. Gut, haben wir das jetzt also auch korrigiert. Wunderbar. Dann will ich hier nichts weiter hin haben. Hier fahren die an sich ab. Oh, da ziehen schon die ersten ein. Sind zwar Wohnhäuser und eben keine Gewerbegebiete, wie wir es hier handhaben wollen, aber immerhin etwas. Jetzt möchte ich hier aber noch ein paar Möglichkeiten, um zu parken, hinsetzen. Habe ich hier auf beiden Seiten, ja, da habe ich auf beiden Seiten das Gewerbe hingesetzt. Oh, da ist schon eins eingezogen, deswegen würde ich sagen, ein Parkhaus werde ich in diese Ecke setzen. Oder, also ich würde sehr, sehr gerne alles mit Gebäuden zugepflastert bekommen. Das würde meines Erachtens wirklich schön aussehen. Oder hätte ich zumindest gerne. Jetzt zieht er schon das nächste Gewerbegebiet ein. Also ich will auf jeden Fall ein paar Parkmöglichkeiten schaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Ne, ist ein Fußweg. Ist das wirklich bloß ein Fußweg? Ich setze das mal hier hin. Hat aber Parkplätze dran. Was ist denn das da hinten? Ach so. Da gibt es dann ein paar Bänke. Das ist ja wirklich ein kleiner Park mit Parkplätzen, oder? Obwohl, Bänke sehe ich da nicht wirklich. Ah doch, da hinten, da sind ein paar Bänke. Oh, das Ding sieht gut aus. Das würde ich gerne vorne haben, aber so viele Rollstuhlplätze. Ein Drittel Rollstuhlplätze. Gut, dann also hier direkt an den Gebäuden würde ich ja gerne, also direkt am Flughafen und am Bahnhof, würde ich ja gerne wirklich die Gebäude haben, also die Gewerbegebiete. Da ist ein Haus, deswegen lasse ich dem mal so viel Platz, dann setzen wir da was hin. Und dann eben, passt hier noch einer hin? Ja, drei nimmt das ein. Super. Dann setzen wir hier einfach mehrere hin. Haben wir eine kleine Parkstraße. Gut. Ich hätte die jetzt auch direkt daneben setzen können, aber so gefällt es mir auch. Die haben zwar hier schon ein paar Parkmöglichkeiten, aber ich glaube, das wird im Endeffekt zu wenig sein. Und jetzt würde ich noch unser dickes Parkhaus... Oh, das passt sogar daneben, aber... Ja, würde ich ausnutzen. Eigentlich wollte ich das jetzt in diese Ecke setzen, das war nicht das Parkhaus. Aber hier wäre es natürlich deutlich näher und praktischer, deswegen dahin.
Könnten wir hier einen Fußgängerüberweg setzen? Wo war der genau? Da. Da hat er einen hingemacht. Oh, und der flackert ja. Ist ja gar nicht gut. Hoffentlich macht das nicht irgendwas kaputt. Also hier hätten wir einen. Hier hätten wir keinen. Ich schaue nochmal kurz. Das haben wir noch gar nicht wirklich benutzt. Dann könnten wir hier eigentlich noch einen hinhaben. Also hier flackert er nicht. Komisch. Jetzt hat er da einen hingesetzt. Wie kann ich den wieder entfernen? Also mit der rechten Maustaste geht's nicht. Da steht hinzufügen und entfernen. Aber wie entferne ich eigentlich? Wieder draufklicken, okay. Ah, jetzt hat er den da vorne hingesetzt. So ist gut, dann kommt der weg. Ach nee, dann nimmt er beide weg. Ah, dann setzt er den da hin. Nee, so. Ja, dann lassen wir den hier auch noch. Hier gehen ja wohl die wenigsten drüber. Also hier will ich auf jeden Fall einen hinhaben. Dann könnten die da hier rüberlaufen. Hier müssen wir keinen weiteren haben. Hier direkt vom Bahnhof noch einen. Ja, und das sollte dann reichen. Oder wir setzen hier noch einen hin. Weil das eben gerade die Straße ist, wo die hier rüber zum Bahnhof sollen oder eben zum Flughafen. Oh, die Straße staut sich ja ordentlich. Wie weit geht das mittlerweile? Ah, immer noch bis hierhin. Also solange diese Straße nicht komplett zu ist, deswegen würde ich das noch weiterhin so belassen. Die Straße ist wirklich dafür gedacht, damit sich das da stauen kann. Aber ansonsten, wenn wir hier mal den Verkehr beobachten, fließt das wirklich schon ganz schön gut. Ah, jetzt gerade ein Ende. Jetzt will ich auch mal wieder einen Blick auf Bergblick werfen. Hier müssen wir später noch Erzindustrie anlegen, aber vorher schaue ich mal, ob das Erz... Nee, das Erz verschwindet sehr wahrscheinlich nicht. Das Erz wächst gewissermaßen immer wieder nach. Hinten ist kein Strom. Wir haben zu wenig, oder? Wir haben zu wenig. Nö. Ah, okay, die sind bloß nicht angebunden. Na dann, kurz Pause. Wollen wir den mal in einen kleinen Park hinsetzen? Ein Parkplatz. Warum kein Parkplatz, genau? Aber der greift jetzt noch nicht über, oder? Doch, super. Haben die einfach einen Parkplatz? Die müssen ja auch irgendwo parken, die Leute, die hier zur Arbeit wollen. Oh, die Parkplätze sind auch wieder sehr, sehr abenteuerlich. Aber gut. Parkplatz ist Parkplatz und denen fehlen einfach wieder die Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Ja, ist die Frage, ob die wirklich mit den Bussen nicht dahin kommen. Autoanbindung, also mit einer Autobahn, können die hin? Hier könnten die rüberlaufen und ist die Frage, will ich die noch anderweitig anbinden? Ich belasse es erstmal so. Jetzt eher Tendenz, wo die auch wirklich bleiben können, weil das eben nicht weggeht, das Erz, könnten wir eigentlich wirklich eine beständige Verbindung schaffen. Aber eigentlich wollte ich die... Das könnte das Erzgebirge werden, überlege ich mir gerade. Hier haben wir Erz, dann könnte das das Erzgebirge werden. Warum nicht? Weil hier ist auch gerade wirklich ein Berg, ein Gebirge. Eigentlich habe ich mir jetzt gedacht, das dann später weg und das eben bloß hier hinten hinsetzen. Wohin genau? Wo war die Straße, die wir abgeführt haben? Ah, hinten, okay. Aber hier ist ja nicht wirklich Gebirge, obwohl hier geht's doch etwas hoch. Also irgendwo muss ich das noch, das Erzgebirge hinzufügen. Muss ich einfach. Und ansonsten, ja, es verursacht Dreck, aber der greift hier nicht über. Und wie sieht's mit dem Lärm aus? Der ist an sich auch abgegrenzt. Also an sich könnten wir das ja eigentlich belassen. Muss ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich das wirklich so möchte? Oh, die Aussicht ist ja phänomenal. Oh, da muss ich hier wieder ausblenden. Das sieht ja geil aus. Mann, da bin ich gerade richtig begeistert. Aber hier sind Hochhäuser entstanden. Oder, nee, das sind Gewerbegebiete. Das ist ein Gewerbegebiet, deswegen mehrstöckig. Weil an sich will ich hier keine Hochhäuser hinhaben, habe ich das schon gesagt. Obwohl, es sind ja gering besiedelte Gewerbe- und Wohngebiete, deswegen ja, sollen hier sowieso von Haus aus gar keine Hochhäuser entstehen. Geld ist schon wieder sehr gut angestiegen mit unseren Richtlinien zuletzt und ansonsten ja Einwohner auch. Aber jetzt will ich schon mal die Aussicht genießen. Boah, das Haus hier hat es richtig gut, oder? Die beiden hier. Wir schauen mal, haben die sogar noch einen Pool? Nee, leider nicht, dafür war kein Platz mehr. Aber schaut euch mal diese geniale Aussicht an. Boah, ist ja phänomenal, einfach nur geil. Da
Da drüben haben wir unser Viertel, was noch gar keinen Namen hat, zumindest noch keinen Namen, den wir festgelegt haben. Und schaut mal, da hinten ist unsere Insel an Manhattan angelegt. Da hinten das Industriegebiet, da ist der Battlefield 4 Tower aus Shanghai mit unserem Flughafen. Hier ist das Dornröschenviertel, hier geht langsam Entenhausen los und da ganz hinten ist das Davids, das Richards, das Dark Angel und das Michaels und eben auch Kernel. Und da hinten ist auch Schuftheim. Hinter uns liegt wohl das zukünftige Erzgebirge, aber hier zu wohnen ist ja einfach ein Traum, Leute. Also schaut euch das mal an, also es wäre, ja, überlege ich mir gerade, es wäre wirklich mal wieder an der Zeit, einfach eine Stadtrundfahrt zu machen. Teilweise wirklich eine Rundfahrt und teilweise wirklich mal an solchen Punkten stehen bleiben und sich diese schöne Stadt hier anschauen, das ist ja einfach nur schön. Hammermäßig, muss ich sagen, einfach traumhaft. Ihr merkt schon, ich komme aus dem Träumen, aus dem Staunen, aus der Bewunderung gar nicht mehr heraus. Aber wir werden die Folge an dieser Stelle beenden. Hier sind Möwen, okay. Und von daher bis zum nächsten Mal. Macht's gut, man ist die Stadt groß und ciao, tschüss.